Willkommen. Ich freue mich, heute mit Ihnen im Namen Jesu zu beten. Bitte hören Sie dieses kraftvolle Gebet aufmerksam an und glauben Sie fest daran, dass heute ein Wunder geschehen wird. Ich werde Ihnen ein Gebet offenbaren, das Sie zu Gott sprechen können, um all Ihre Wünsche anzuziehen. Es ist wichtig, dies mit Liebe, Dankbarkeit, Freude und dem festen Glauben zu tun, dass Gott in der Lage ist, alles, selbst das Größte, zu erfüllen. In seinen Augen gibt es nichts, was unmöglich ist. Es ist entscheidend, sich als würdig zu fühlen und sich selbst wertzuschätzen, denn alles beginnt in Ihrem Inneren. Denken Sie daran, dass Sie das Zentrum des Universums sind und das Universum auch in Ihnen ist. Sie verfügen über eine göttliche Kraft und Stärke, um alles in Ihrem Leben zu erschaffen, was Sie sich wünschen. Oftmals fehlt uns jedoch der Glaube. Worte ohne Gefühl sind leer. Die Emotionen sind der Schlüssel zur Manifestation. Wenn Sie fühlen, können Sie erschaffen, und dann wird das Wunder geschehen. Sprechen Sie dieses Gebet. Vater, du hast gelehrt, dass Weisheit von höchster Bedeutung ist. Deshalb habe ich es mir zur Priorität gemacht, Wissen anzusammeln. Öffne die Augen meines Verständnisses, damit ich weiß, wie ich das erworbene Wissen richtig anwenden kann. Gib mir Einsicht, wie ich mein Leben aufbauen und etablieren kann. Lehre mich, meine Räume mit wertvollen Reichtümern zu füllen. Vater, lehre mich weise Planung. Zeige mir, wie ich meine Arbeit vorbereiten soll, um die Mittel zu haben, um meine Ziele zu erreichen. Ich werde keine Projekte beginnen, wenn die Mittel nicht verfügbar sind, um sie zu beenden. Erfülle mich mit deiner Weisheit, Vater, und lehre mich die Wege kluger Planung, damit ich ein Haus errichten kann, das deinem Kind würdig ist. Ich weiß, dass deine Gerechtigkeit nicht vereitelt werden kann. Wenn ich versuche, auf Kosten anderer reich zu werden oder durch unehrliche Mittel, wird das nur meine eigene Zerstörung bringen. Mein Herz begehrt es nicht, so zu sein. Ich wünsche mir, dass deine Segnungen auf jeden in meinem Einflussbereich regnen. Ich bin gesegnet, ein Segen zu sein, und das ist mein Ziel. Offenbare mir jegliche Sünde, die meinem Wohlstand im Weg stehen könnte. Ich verstehe, dass ich durch Gnade und Glauben gerettet bin und nicht durch meine eigenen Werke. Aber ich erkenne auch, dass Saatzeit und Ernte auf der Erde sind. Deshalb werde ich ernten, was ich sehe. Hilf mir daher, Hindernisse zu erkennen und aus meinem Leben zu entfernen, sodass ich auf dem Pfad des Wohlstands und der Fülle voranschreiten kann. Danke, dass du mich gelehrt hast, ehrenhaft und geduldig zu leben. Ich verfolge keine schnellen Reichtumspläne oder eitle Ambitionen, die kurzlebige Erfolge versprechen. Ich finde, was funktioniert, und arbeite daran. Ich lege meine Hand an den Pflug und halte sie fest. Ich bin fleißig und treu, und gemäß deinem Wort werde ich reich an Segnungen sein. Ich werde den Fluss des Wohlstands nicht blockieren, indem ich unentdeckte Sünden hege. Mein Gebet ist, dass der Heilige Geist mir alles offenbart, was dich nicht verherrlicht, und ich bin bereit, mich von jeder Sünde abzuwenden, wie klein sie auch sein mag. Ich achte sorgfältig auf meine finanziellen Angelegenheiten, führe Buch über alle Ausgaben und Einnahmen und sorge dafür, dass jeder Cent weise ausgegeben wird. Ich übe Geduld und Selbstbeherrschung. Ich gehe nicht gegen diejenigen vor, die sich mir entgegenstellen, sondern ich schenke ihnen Güte und Verständnis. Dies wird sie verwehren und letztendlich meine Belohnung vom Herrn sein. Im Namen Jesu, Amen. Geben Sie Amen ein, wenn Sie sich im Überfluss fühlen. Sehen Sie sich jetzt diese wichtige Botschaft an.